Für die EVG ist die Rolle der Betriebsräte gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil nur mit denen können wir natürlich in den Betrieben unsere Mitglieder ansprechen und die optimal vertreten. Das ist ja einer der Megatrends, dass also die Menschen immer stärker auch ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen wollen. Und das können sie nur, wenn sie sich organisieren, wenn sie auch eine Stimme haben und sich auch einsetzen können. Und zusammen mit den Betriebsräten können sie das in immer stärkerem Maße machen. Und ich glaube, deswegen ist der Ansatz von Betriebsratsarbeit und von Mitgestaltung zeitlos und auch nach 100 Jahren noch sehr aktuell. Ohne Betriebsräte gäbe es diese ausgeprägte Form von Sozialpartnerschaft, die wir in Deutschland seit 100 Jahren haben und international eben auch seit 100 Jahren, gäbe es sie nicht mehr. Ich glaube, das Motto dieses Betriebsrätekongresses, zu sagen, Betriebsräte sind Demokratiegestalter, sagt schon sehr, sehr viel. Wir sind hier in einer Zeit, in der Demokratie in Frage gestellt wird, nicht nur im politischen Raum, sondern auch im Bereich der Mitbestimmung. Und zur Demokratie gehört Interessenausgleich. Wir hätten einen Preis verdient, weil ich der Meinung bin, dass wir mit unserer Gesamtbetriebsvereinbarung einen Handlungsrahmen geschaffen haben für die Mitarbeiter, der die meisten Mitarbeiter glücklich macht. Die Spannung steigt. Den Sonderpreis in der Kategorie Veränderung gestalten geht an das Projekt Selbstlernende Gesamtbetriebsvereinbarung zur Transformation in der neuen Arbeitswelt. Preisträger, die